Schon viele Blockbuster für dieses Jahr, aber irgendwie hat mich nichts davon so richtig interessiert bisher. Same. Das ist ein bisschen sad. Und auch Bowser's Fury habe ich nicht mal gespielt. Also, weil ich hatte halt 3D-World schon und ich dachte mir, ey, Mann, ich kaufe nicht nochmal einen Port. Sowas halt auch wieder. Weißt du, ja, es ist, Bowser's Fury war eigentlich eine coole Sache, aber trotzdem, es war halt schon wieder zu viel, dass das halt wieder einen Port machen. Ah, nee. Also, solche Sachen halt einfach, die mich nerven und die halt alle nerven gefühlt. Ja, ich hatte jetzt zum Glück für mich, weil ich vor ein paar Wochen tatsächlich das erste Mal PODW angefangen habe zu spielen und jetzt einfach einiges zu tun habe da. Ja, da hat man einiges nachzuholen. Bin ich auch froh, dass ich so früh schon mit Zelda, also so früh jetzt auch, ich habe irgendwie mit 8 oder 9, glaube ich, mit Zelda angefangen. Da hatte ich Ocarina of Time für den 3DS gekriegt. Und ich habe nie so viel Zelda gespielt, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich mir irgendwie kurz danach oder ein paar Jahre später Wind Waker HD geholt für die Wii U. Und das war's auch, glaube ich schon. Oder war's jetzt? Ich glaub, das war's. Mehr habe ich nie gespielt. Oh Gott, danke! Bei mir ist halt BOTW auch das erste Zelda, das ich gespielt habe, und nicht das erste, das ich gesehen habe. Okay. Ich weiß tatsächlich, das ist so das Seltsamste. Ich weiß bis heute nichts über Majora's Mask. Ich werde da immer schief angeguckt für.